Ja, hallo, herzlich willkommen bei Sven Eisenbahner. Ja, ich war mal wieder heute mal letzten Tage wieder auf dem Flohmarkt, habe mir hier ein paar Autos gekauft. Einmal von Itochu, ein LKW. Gibt es auch schon lange nicht mehr Itochu. Und hier zwei, einmal so ein PKW hier von der Deutschen Bahn. Kann man das sehen? Ja, deutsche Bahnzeichen drauf. Ja, einmal so ein VW Passat und einmal hier so ein VW. Was ist denn das? Ein Caddy? Ja, ne, Caddy, VW Caddy ist es auch nicht. VW Bus mit Pritsche. So. Und dann noch ein Gabelstapler von Stihl. Habe ich noch einen zweiten Teil jetzt. Und dann ein Polizeiwagen, grün, boah, den fand ich ganz schön. Und von der Firma Bosch ein Mercedes M-Klasse mit Facelift. Muss ich unbedingt haben. Und das Highlight natürlich, was ich noch auf dem Flohmarkt bekommen habe, gelben Ferrari. Schönes Snack. Ne? Für die Anlage super. So. Ja, ich habe mich immer gewundert, warum ich keinen Strom hier habe auf der Anlage. Da habe ich festgestellt, am Trafo ist eine Serie kaputt. Puh. So. Und jetzt, es funktioniert wieder. Also wenigstens das Licht schon mal. Das ist schon mal wichtig. Auch hier am Bahnhof wieder. Das ging ja alles nicht. Da war alles ja kaputt, ja. Ja, bin ich ganz froh darüber, dass ich das wieder wenigstens da schon mal wieder einigermaßen wieder leuchtet hier. Es leuchtet zwar noch nicht alles, so wie man das haben will, aber das meiste, wie am Bahnhof und sowas, das leuchtet schon wieder. So. Auch die Lampen da nachher in der Stadt hier, das schon mal leuchtet. Oben da am Berg, die Höhle da. Bin ich ja ganz froh darüber, dass das schon mal läuft. Naja, ja, da bin ich ganz froh darüber, dass das wieder läuft. Ich dachte, das wäre kaputt. Hätte ja sein können. Aber gut. Da bin ich ja echt heilfroh drüber. So. Dann, dass das schon mal wieder leuchtet und läuft. So, und ich wollte eigentlich jetzt die Straße machen. Und diese Stromnehmer wollte ich eigentlich hier anbringen. Mal schauen. Dass sie da erstmal mal so feststehen wieder. Hier könnte man eine Baustelle anbauen, ne? Vielleicht baue ich hier doch noch einmal hier so ein Ausfräsen. Als wäre eine Baustelle mit Kabel und sowas. Habe ich alles. Mal schauen. Ja, soweit ist erstmal wieder alles erzählt. Und ja, die Autos, bin ich ganz glücklich darüber, dass ich die gefunden habe auf dem Flohmarkt. Sonst habe ich leider nichts gefunden. War nicht gerade groß oder doll aufgebauter Flohmarkt. Achso, ich bin jetzt gerade dabei, Plakate auszuschneiden. Die habe ich ausgedruckt mit dem Computer hier, mit einem Drucker. Und extra also auf Fotopapier. Ja, einmal Bud Spencer hier. Ich mag ja ganz gerne Bud Spencer Filme schauen. Habe auch einige DVDs davon. Und ja, wie gesagt, habe ich den jetzt hier ein paar aus dem Internet ausgedruckt. Auch hier Weber Grill Werbung. Fluch der Karibik finde ich auch immer ganz super. Die Filme habe ich den ein paar von ausgedruckt. Und natürlich hier Eisenbahnromantik. Und was ich noch gefunden habe, Bahnwerk Bismarck, finde ich ganz gut. Dann werde ich entweder hier rankleben oder nachher da hinten am Elektroshoppen. Und das habe ich hier gedacht, heiztreue Briketts, dass ich das da oben anbringen werde. So habe ich das überlegt. So, ja. Und dann habe ich noch einige andere hier.
mit Eisenbahnromantik drauf und Woodland Scenics. Werde ich nochmal ausschneiden und dann so nach und nach dann mal gucken, was ich denn damit mache. Obwohl ich, wo ich sie hinklebe. Ja, ich habe hier bei Spencer das Krokodil und sein Nilpferd oder vier Fäuste für eine Halleluja. Zwei wie Pech und Schwefel. Ganz lustige Filme. Und zwei sind nicht zu bremsen. Ja, ich habe so ein paar ausgedruckt. Man muss ja nicht massenweise ausdrucken. So. Und habe gedacht, so entweder für eine Hauswand oder. Oder immer mal macht hier diese großen Streichhölzer-Dinger da und hinten dran kleben und dann zwei Löcher bohren, dann da als Werbeplakat ankleben. Ja, so. Das ist dann schon mal erzählt und gemacht und getan. Ja, ich bin ganz froh, dass das wieder läuft, dass der Strom wieder. Ich dachte, das wäre alles hier kaputt. Da bin ich halt ganz heilfroh darüber, dass das wieder läuft. Wer hätte das geahnt, dass es eine Sicherung ist? Man guckt ja nun auch nicht hier alle 5 Minuten nach Sicherung, ne? So, naja, gut. Das ist dann erledigt. Ja, wie gesagt, die Straße habe ich euch schon letztes Mal gezeigt. Hier ist er fertig. Also, das werde ich vielleicht auch anschließen. Vielleicht heute sogar noch. Mal schauen, ich muss mal überlegen. Und hier, vielleicht mache ich das auch noch fertig. Leim, Pott Leim holen. Ja, mal gucken. Ja, bis dann erstmal.